So, in diesem Video leiten wir die charakteristische Funktion von einer Normalverteilung her. Die charakteristische Funktion von einer beliebigen Zufallsvariablen z ist gegeben als der Erwartungswert von der Exponentialfunktion von i t mal z. Wie der Name schon andeutet, charakterisieren charakteristische Funktionen Verteilung eindeutig, und charakteristische Funktionen haben sehr, sehr einfache Rechenregeln, sodass, wenn wir zum Beispiel die Verteilung von Summen von Zufallsvariablen wissen wollen, dass wir dann die charakteristische Funktion von dieser Summe uns anschauen und überprüfen, ob die charakteristische Funktion von dieser Summe eben mit einer bekannten charakteristischen Funktion von einer Zufallsvariablen, die wir kennen, übereinstimmt. Und so können wir dann die Verteilung von der Summe beispielsweise bestimmen. Wenn wir jetzt unsere Zufallsvariable z haben und die skalieren und dann noch mit einem Skalar addieren, dann ist das gerade definitionsgemäß diesen Ausdruck, und den können wir dann auch umschreiben, so indem wir eben den Term, der nicht von der Zufallsvariablen abhängt, dass wir den eben aus dem Erwartungswert ziehen. Und hier haben wir ja gerade wieder etwas stehen, was wir durch die charakteristische Funktion von unserer ursprünglichen Zufallsvariablen ausdrücken können. Hier haben wir allerdings jetzt im Argument nicht mehr t stehen, sondern das t Sigma. Schauen wir uns als erstes die Standard-Normalverteilung an, und dann werden wir daraus mithilfe eben dieser Rechenregel die charakteristische Funktion von einer beliebigen Normalverteilung bestimmen. Also definitionsgemäß gilt eben, dass wir den Erwartungswert von e hoch itz berechnen müssen. Das heißt, wir bilden das Integral über das Produkt von der Dichte mit dem Integranten. Das heißt, in dem Fall ist das e hoch itz oder hier e hoch itx, und das multiplizieren wir dann mit der Dichtefunktion, die 1 durch Wurzel 2 Pi mal e hoch minus x Quadrat durch halbe ist. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir einen kleinen Trick anwenden, nämlich wir zeigen, dass die Funktion phi z von t gerade diese Differentialgleichung erster Ordnung erfüllt, mit der Anfangsbedingung, dass an der Stelle gerade gleich 1 ist. Den ersten Teil sieht man einfach, nämlich die charakteristische Funktion von einer beliebigen Zufallsvariablen ist bei 0 immer 1, weil wenn wir hier 0 einsetzen, dann steht hier im Integranten in der Exponentialfunktion 0. Das heißt, der Term hier ist hier 1 und der Erwartungswert von 1 ist immer 1. Wir schauen uns jetzt also hier die Summe an, und was wir hier machen, um dieses Phi abzuleiten nach t, ist, dass wir das t hier in den Integranten hineinziehen, und dann leiten wir nach t ab. Das heißt, hier kommt bei der Exponentialfunktion das ix nach unten, und das t kommt daher, dass wir hier nochmal mit t multiplizieren. Jetzt tun wir aus dem Integranten ein minus i hinausziehen. Das heißt, das ist das gleiche, wie wenn wir mit i multiplizieren. Das heißt, wir haben hier statt t haben wir it, und statt ix haben wir i Quadrat x, und i Quadrat ist minus 1. Das heißt, wir haben diesen Term hier stehen, und jetzt steht gerade hier, diesen Term können wir leicht integrieren, weil dieser Faktor, das ist gerade die Ableitung von dem Argument von der Exponentialfunktion. Das heißt, wir haben gerade einfach die Stammfunktion als nur diesen Faktor. Und wenn wir da beide Grenzen einsetzen,
Da kommt dann gerade 0 raus, weil eben das minus x Quadrat dazu führt, dass die Exponentialfunktion eben gegen 0 geht. Das heißt, wir haben gezeigt, dass das Phi gerade diese Differentialgleichung erfüllt und diese Differentialgleichung ist separabel und wir können den Separationsansatz können wir verwenden. Das heißt, wir schreiben unser Phi-Strich, schreiben wir jetzt dphi nach dt und dann bringen wir alle Phi-Terme auf eine Seite und alle t-Terme auf eine Seite und tun dann integrieren. Das ist alles sehr heuristisch und kann mathematisch bewiesen werden, dass wenn man das so macht, dass das auch, dass eben das Korrekte bei rauskommt. Es ist nur praktisch sehr, sehr nützlich, dass man so eben separable Differentialgleichungen sehr einfach berechnen kann. Wenn wir jetzt hier das Integral berechnen, dann kommt da ln phi raus und auf der rechten Seite eben minus t Quadrat halbe und dann haben wir noch eine Konstante, weil wir eben integriert haben. Und wenn wir da auf beiden Seiten die Exponentialfunktion anwenden, dann bleibt links das Phi stehen und auf der rechten Seite haben wir e hoch minus t Quadrat halbe mal noch einer positiven Konstante, weil wir eben gerade diese beliebige Konstante da die Exponentialfunktion drauf angewendet haben und die Exponentialfunktion ist nicht negativ, beziehungsweise auch immer positiv. Und dadurch, dass wir eben auch die Anfangsbedingungen gegeben haben, sehen wir dann, dass eben das C-Schlange gleich 1 sein muss. Das heißt, unser Phi z von t ist gerade e hoch minus t Quadrat halbe. Und wenn wir jetzt von einer beliebigen Normalverteilung die charakteristische Funktion haben wollen, dann können wir gerade die Rechenregeln von oben benutzen. Das heißt, wir haben dann hier noch das e hoch i mü t und hier setzen wir dann für t, setzen wir t Sigma ein. Das heißt, daher kommt der Teil. Das heißt, das ist die charakteristische Funktion von einer Normalverteilung, die Erwartungswert μ hat und Varianz Sigma Quadrat.